habe mir eingebildet, du wärst heute Nacht bei Alice gewesen. Entschuldige. Komm, bitte. Ist doch Quatsch, ich bin doch nicht bei Alice. Ich liege einsam und verlassen in meinem Bett und würde noch wunderbar schlafen, wenn du mich nicht geweckt hättest. Es tut mir leid, Alice. Ich habe ja akzeptiert, dass du hin und wieder zu Alice gehst. Aber es lässt mich nicht schlafen. Es ist Sonntag und ich bin schon seit 6 Uhr früh wach. Ja, wir Frauen sind wirklich komische Geschöpfe. Misstrauisch, immer zu misstrauisch. Was, wieso? Kannst du jetzt nicht hierher kommen? Wie spät ist denn? Ist da 10, hä? Ja, ist kurz vor 10. Um 11 habe ich eine wichtige Verabredung, ja, wegen der Wohnung. Ja, eine Eigentumswohnung. Ja, halt mir lieber die Daumen, dass endlich mal was klappt. Ja, durch. Wann sehen wir uns? Ach, du gehst nachher zu Alice. Wie lange bleibst du dort? So kurz wie möglich. Wenn ich es einrichten kann, dann schaue ich nachher bei dir vorbei. Du, jetzt muss ich mich wirklich beeilen. Sonst komme ich zu spät. Ja, ciao. Ciao, Vera. Na? Was ist mit deiner Verabredung? Ja. Zeit. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Alice. Erinnere mich nicht noch daran. Geburtstage vergesse ich seit ein paar Jahren grundsätzlich. Oder ich feiere zum, ich weiß nicht wie vielen Male, den 20. Du, ist aber trotzdem sehr lieb von dir, dass du dran gedacht hast. Tja, was ich mache. Das werde ich schon machen. Ich warte auf Alex, wie immer. Er sollte um 11 irgendjemandem meine Eigentumswohnung zeigen. Danach kommt er her. Na, also ich nehme doch an, dass er bleibt. So war es jedenfalls ausgemacht. Ja. Dann sehen wir uns vielleicht morgen. Ich komme nach dem Büro mal bei dir vorbei. Einen schönen Geburtstag noch. Bis morgen. Dass der Mann so eitel sein kann. Wer sagt denn, dass Männer weniger eitel sind als Frauen, hä? Alex. Was? Ach Mensch, schon wieder zu spät. Ist den ganzen Kaffee ausgetrunken oder ist noch eine Tasse für mich drin? Zieh doch nach. Du, eine schlechte Bedienung ist das aber hier. Schlecht? Gar keine. Merk dir das. Das ist komisch. Ein Kaffee am Morgen. Ich bin ein unvollkommener Mensch. Alex, es ist 11. Ist ja gut. Und du, was mit dir? Bleibst du so, wie du bist? Nein. Ich will mich in Ruhe baden und dann anziehen. Den Schlüssel warf ich dir in den Briefkasten. Aha. Ach so, ja. Mir ist gut. Wo ist meine Jacke? Ach Mensch. Bist du nächstes Wochenende wieder in der Stadt? Nein, bin ich in Rom. Was, in Rom? Na, Donnerwetter, dir geht's gut. Naja, wie man's nimmt. Ciao, Bella. Ich will nicht den ganzen Tag da sitzen und auf dich warten. Verstehst du? Ich will's einfach nicht.
Was ich mir gesagt habe, dass du auf mich warten sollst. Ja, ich weiß, ich brauche nicht zu warten. Aber ich tue es trotzdem. Das ist ja das Erniedrigende. Nimm es nicht so tragisch, das Leben ist hart. Ich muss arbeiten, auch am Sonntag. Ich weiß, ich weiß. Aber jedes Mal kommst du und sagst, aus dem Geschäft ist wieder nichts geworden. Entschuldige, was kann ich denn dafür, wenn es nicht klappt? Du, also ich tue nun wirklich mein Bestes, kannst du mir glauben. Ich glaub dir das auch. Aber mittlerweile habe ich schon so viel Geld investiert. Moment, keine Sorge, das Geld ist prima angelegt. Mhm. Ja, mündel sicher und du kriegst es wieder beim ersten Abschluss. Alex. Kannst dich drauf verlassen. Alex, weißt du, was so schlimm ist? Nachts, wenn ich allein bin, dann... Ich verliere plötzlich alles Vertrauen. Ich fühle mich so unsicher. Verstehst du? Nee. Nee, verstehe ich nicht. Du, warum quälst du dich? Im ersten Geschäft, das ich mache, kriegst du dein Geld zurück. Alles ist okay. Alex, du, es geht mir doch nicht ums Geld. Nein, Alex, wirklich nicht. Es geht mir um meine Selbstachtung. Begreifst du das? Nee, begreife ich nicht. Also, du bist wirklich ein ganz großes Kind. Ja, so ist richtig. Ja. Ja, du gefällst mir viel besser, wenn du lachst. Wenn du da bist, dann ist ja auch alles gut. Und gleich bin ich nicht mehr da. Nein, du hast mir fest versprochen, dass du heute hier bist. Ja, wollte ich auch. Ehrlich, du, ich schwöre es dir. Aber der Typ besteht darauf, die Wohnung noch mal zu sehen. Ja, vielleicht beißt er doch noch an. Das ist wichtig für mich. Ja. Und auch für dich? Nein, für mich ist viel wichtiger, dass du heute hier bleibst. Oh, sind aber alt, hä? Nö, eigentlich nicht. Aber gut. Du darfst mit mir zu Abend essen, hm? Zu gütig. Der Herr ist wirklich sehr, sehr gnädig. Was soll ich vielleicht noch auf Knien danken? Nun brauchst du nicht knien. Sag danke, danke, einfach danke genügt. Du bist ein widerlicher Kerl. Ich rufe dich an und sag dir Bescheid. Wann? Irgendwann. Den genauen Zeitpunkt, bitte. Was? Du, irgendwann am Nachmittag. Der Nachmittag ist lang. Du, ich weiß nicht, um drei. Zwischen vier und fünf, ja? Ist was? Hast du was? Ich fühle mich ein bisschen komisch. Ich warte auf deinen Anruf. Ja. Aber vergiss es bitte nicht. Ist doch klar. Also, ich bringe dich noch zur Tür. Ja. Geht schon wieder. Willst du dich einen Moment hinlegen? Ist so unmöglich. Geschäft. Ist wichtig für mich wie für dich.